in die Behandlung der Tagesordnungspunkte 11 und damit 11.1 zunächst für den Erhalt des Fußgängertunnels am Neustädter Markt. Wir beginnen heute in der Fraktionsrunde mit Fraktion Die Linke und dazu darf ich Herrn Engelmeier nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr Obermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Relevanz dieses Themas konnte man sehr gut bemessen, da an einer Umfrage der SZ Online, die heute Morgen gestartet sind, bis dato bereits 6.000 Personen teilgenommen haben. Das Ergebnis, ich glaube, etwa 88% sprechen sich für einen Halt des Tunnels aus. Zur Sache. Ist der Tunnelrückbau, der bisher geplant ist, nachhaltig? Ich bin der Meinung, er ist nicht nachhaltig. Er ist nicht nachhaltig, weil nur die oberirdischen Elemente zurückgebaut werden und die Verkleidung innen und die technischen Anlagen. Alles andere, Stahlbeton etc., verbleibt unterhalb sozusagen des Erdbodenniveaus im Boden und jedes Bauprojekt, das irgendwann auf den Flächen, an den Flächen, in diese Tiefe vordringt, muss dann die Mehrkosten stemmen, um diesen Rückbau nachzuholen, der dann natürlich noch höher ist, weil wir ja jetzt auch noch Material in den Tunnel füllen und das dort komprimieren. Ein vollständiger Rückbau jetzt zu machen, würde aber weit über 1 Million Euro kosten. Ist der Tunnelrückbau wirtschaftlich? Erstmal, es ist richtig, dass wir inzwischen in dieser Stadt die Wirtschaftlichkeit von Verkehrsbauprojekten auch in den Augenschein nehmen und kostenintensive Fehler nicht wiederholen. Aber in diesem Fall kostet eben diese Verfüllung und der Rückbau nach der aktuellen Minimalvariante, also wirklich nur oberflächlicher Rückbau, 675.000 Euro. Dabei muss man auch wissen, werden auch Mittel des Liegenschaftsamtes verwendet, die eigentlich zur Sanierung von Toilettenanlagen vorgesehen waren. Für eine Sanierung hat die Stadtverwaltung 330.000 Euro geschätzt. Das heißt, bei ebenfalls etwa 32.000 Euro Unterhaltskosten pro Jahr kann der Tunnel für dasselbe Geld saniert werden und über 10 Jahre erhalten werden. Thema Fördermittel. Ja, es ist richtig, die Stadt hat einen Zuwendungsbescheid über die 675.000 Euro erhalten. Man könnte sich also auf die Position stellen, dass das Geld hier keine Rolle spielt, das Land bezahlt es. Das ist aber nicht ganz korrekt, denn die Fördermittel, die wir jetzt dort eingeplant haben, auf der einen Seite die des Liegenschaftsamtes, auf der anderen Seite zur Beseitigung von Hochwasserschäden, sind gedeckelt. Sie sind für die Stadt gedeckelt. Das heißt, alle Fördermittel, die wir dort in Hochwasserschädenbeseitigungsmaßnahmen im Tunnel stecken, die fehlen eben an anderen Stellen, an der Pieschener Allee oder an anderen Maßnahmen. Ich will die Liste jetzt gar nicht aufmachen. Die größte Krux könnte allerdings sein, dass diese Fördermittel immer mit einer Zweckbindung einhergehen. So könnte der Tunnelrückbau durch Landesmittel auch einer Neuplanung des Platzes eventuell Schwierigkeiten bereiten und eben Veränderungsmöglichkeiten über ein Jahrzehnt einschränken. Im Kern steht aber natürlich die Frage, ob denn der Tunnel oder die Maßnahme verkehrspolitisch sinnvoll ist. Da, glaube ich, ist die Position, die eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer unabhängig ihrer Fortbewegungsmethode fordert, richtig und wichtig. Und wir brauchen in Dresden mehr Verkehrsflächen, auf denen Teilnehmer sich den Platz gleichberechtigt teilen. Im Idealfall Shared Space. Vielleicht ist Großner Meißner Straße für Shared Space nicht die ideale Lösung. Aber Shared Space ist eben nicht das Aufteilen in einzelne Spuren, Querungen und Ampeln. Am Neustädter Markt haben wir eine Unterteilung der Spuren. Dadurch können Radfahrer und Fußgänger im Moment eben ohne sich an Ampeln, um die Schaltungszeiten sozusagen zu streiten,
unabhängig voneinander quer. Und schließlich spielt auch eine große Rolle das Thema der gesellschaftlichen Nutzung und der gesellschaftlichen Akzeptanz. Seien wir doch ehrlich, auch in Dresden können wir eigentlich froh sein, wenn ein Ingenieursbauwerk bewirkt, dass Menschen sich damit emotional verbunden fühlen. Manchmal positiv, manchmal negativ, in diesem Falle scheinbar überwiegend positiv. Es gibt eine breite Szene, die das Tunnel schätzt, das zeigt die Umfrage und auch die Demonstration. Und es ist eben nicht davon auszugehen, dass sich dieselbe Gruppe von Menschen auch in die oberirdische Querung so verlieben wird. Zu guter Letzt noch ein Wort zum Beschlussgegenstand. Wir beschließen hier nicht, ob der Tunnel verfüllt wird oder nicht. Wir beschließen hier, ob wir die Petition zulassen, um die Verwaltung zu beauftragen, eine Vorlage zu erstellen. Das heißt, selbst jene, die den Tunnel am besten verfüllen wollen, müssen jetzt hier nicht ablehnen. Sie können zustimmen. Und sie können dann die Vorlage, die kommt, auch dazu nutzen, vielleicht Umgestaltungen am Neustädter Markt vorzunehmen, die sie ebenfalls positiv erachten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Als nächstes Bündnis 90 Grünen, Herr Löser. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste, liebe Kollegen. Ich bin dafür, dass man, wenn man eine Haltung hat, politisch die auch stringent vertritt. Insofern sollte man natürlich einer Petition, die vorschlägt, etwas zu tun, was man nicht will, dann auch nicht zustimmen, sondern man sollte begründen, warum man nicht zustimmt. Und das möchte ich gern jetzt tun. Sie kennen die Geschichte 2002, das Hochwasser. Der Tunnel lief das erste Mal voll und die Mieter, die da ja drin waren, zogen aus. 2013, dann war der Tunnel so beschädigt, dass er geschlossen wurde. Wir haben nachgefragt, was mit dem Tunnel ist. Sie kennen die Ergebnisse, die Treppen sind zum Teil beschädigt, Verkleidungselemente, die Elektrik ist auch nicht mehr nutzbar. Nur ist immer die Frage, ob Herr Köttnitz das, was er uns dann sagt, tatsächlich abbilden kann, denn er hat natürlich auch sicher als Chef der Stadtplanung, genau, also Straßentiefbauamt, eigene Interessen. Aber wir glauben ihm das schon, denn die Frage ist ja, wie viel kostet diese Sanierung? Und wir haben gehört, dass die ungefähr bei 300.000 liegt. Also stellt sich die Frage für uns, und das haben wir auch in unserer Fraktion sehr kontrovers diskutiert, Sanierung oder eine dauerhaft andere Lösung? Ich will zunächst nochmal aufführen, was spräche für eine Sanierung. Das ist natürlich die Frage der Funktionen. Und natürlich gibt es viele Dresdner, die sagen, ja, es ist praktisch. Ich komme da mit meinem Fahrrad, düse da runter. Auf der anderen Seite muss ich zwar den Ringel machen, dann komme ich da aber wieder raus. Für Leute, die nun ein bisschen bewegungseingeschränkter sind, ist es schon nicht mehr ganz so einfach, denn das sind ja durchaus Treppen und es ist auch nicht insgesamt barrierefrei. Aber es ist zu verstehen, dass Leute sagen, oben rauscht der Verkehr und ich rausche dann eben unten durch. Das Zweite, was dafür sprechen könnte, wäre der Denkmalcharakter. Das ist tatsächlich aus unserer Sicht ein wichtiges Argument, denn wir machen uns auch für Nachkriegsmoderne in Dresden sehr stark. Und es gibt natürlich auch das Argument, was gerade vorgebracht wurde, dass viele in Dresden sagen, ja, sie haben die emotionale Bindung an diesen Tunnel, sie mögen ihn, sie haben da viele Sachen erlebt. Und ich plaudere mal ein bisschen, als junger Mann stand ich da auch mit meinem SKR 100 und hörte so Kassetten oder 700. Was spricht dagegen? Auf der einen Seite die Kosten für die Sanierung. Wir müssen uns überlegen, wenn wir das jetzt wieder sanieren, geben wir Geld aus, was im Fall der nächsten Flut, und keiner von uns weiß seriös, wann diese kommt, dann im Prinzip verschwendet ist. Der zweite Punkt ist die Frage nach der barrierefreien Lösung. Wie funktionstüchtig ist so ein Tunnel heute? Würde man heute, wenn man so etwas plant, wieder so einen Tunnel bauen? Und ich glaube, nach Aussagen der Verkehrsplaner ist die klare Antwort nein, man würde es nicht mehr tun. Denn, das will ich jetzt gar nicht wertend sagen, aber es ist de facto so, die Große Meißner Straße ist entstanden nach den schweren Nachkriegsverstörungen und sie beinhaltet natürlich schon die Vision der autogerechten Stadt, die auch in der DDR in den 60er, 70er Jahren dann tatsächlich ja auch so gebaut wurde. Das war Zeitgeist, das ist auch so zu akzeptieren. Viel schwieriger wird es schon, wenn man sich fragt, was bedeutet das für eine oberirdische Querung, die wir dringend anstreben? Wir brauchen dort eine Verbesserung. Sie kennen das, wenn Sie vom
Blockhaus da kommen, wie sie sich da durchfädeln müssen. Das ist zum Teil wirklich gefährlich. Das sind nur 5 Meter, da müssen dann Straßenbahnen steigen, die Leute, sie kommen im Kinderwagen, Fahrrad. Es ist ziemlich kompliziert. Auf der anderen Seite haben sie diesen weiten Verkehrsweg, den sie da gehen müssen. Für die Fahrradfahrer und auch für die Fußgänger ist das da nicht ganz so lecker. Und wenn wir diese tatsächlich dort oberirdische Querung schaffen wollen, in einer Breite, die angemessen ist, auch den Fußgängerströmen, die wir uns dann versprechen, die heute ja schon da sind, nach der Sanierung der Augustusbrücke, dann muss man klar sagen, wir brauchen eine dringende Verbesserung für die oberirdische Querung und nicht in der Tendenz gesehen für die unterirdische Querung. Auch steht entgegen die Frage der Betriebskosten. Der Tunnel hat natürlich Kosten, das kostet Geld. Und wenn man sich nach der Frage der Nachhaltigkeit da mal dahingehend befragt, sagen wir natürlich klar, warum sollen wir Geld ausgeben, wenn es mit einer dauerhaft anderen Lösung auch geht. Und es spricht auch dagegen, das will ich auch erwähnen, dass durchaus Leute auch sagen, naja, wenn ich mir das so erinnere mit dem Tunnel, da waren die Skater, die sind dort, das weiß ich, die mögen das auch. Aber es gibt auch eine Menge, vor allen Dingen ältere Leute, die sagen, naja, so doll ist das nie. Oder wenn ich habe mehrfach gesehen, wie Fahrradfahrer dann, sagen wir mal, mit den Skatern kollidieren auch, da gibt es durchaus Nutzungskonflikte. Die Grünen haben einen Kompromissvorschlag, weil wir diese Strömung vereinen wollten, eingebracht, die lange Röhre erhalten, den Rest schließen. Wir haben gefragt, geht das? Der Fördermittelgeber hat gesagt, nein, sondern entweder oder, 600.000 dafür ausgeben, geht nur für eine Sache. Und da sagen wir ganz klar, Grundsatzentscheidung, ein klares Pro für die nachhaltige Lösung. Und die heißt dauerhaft, die nicht wieder vorläuft, das heißt überirdische Querung für Fußgänger und Fahrradfahrer an dieser Stelle. Wir glauben, dafür muss dringend in Dresden jetzt auch gehandelt werden. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Satz sagen. Es gibt einen Stadtratsbeschluss, der ist gültig. Und an der politischen Situation hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. Es war die Frage nach dem Fördermittel, auch das ist mittlerweile geklärt. Und wenn Sie eine Petition starten, ist das Ihr gutes Recht, unbedingt. Aber der Einreicher ist dann auch dafür verantwortlich, wenn eventuell dann Hoffnungen enttäuscht werden. Wir sagen ganz klar, wir wollen die Grundsatzentscheidung in Richtung einer dauerhaften Lösung und werden deswegen die Petition nicht, also werden dieser Petition nicht zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes haben wir Herrn Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben bei der ursprünglichen Entscheidung als Fraktion gegen die Verfüllung des Tunnels gestimmt. Wir haben bei der ursprünglichen Entscheidung gesagt, wir wollen diesen Tunnel offen halten. An den Argumenten, die wir damals dafür für diese Entscheidung hatten, hat sich nichts geändert. Ich habe auch jetzt wieder aufmerksam zugehört. Das Hauptargument, was diejenigen vortragen, die den Tunnel jetzt verfüllen wollen, ist das Kostenargument, weil wir doch, wenn eine neue Flut kommt, wieder Geld ausgeben müssten, um diesen Tunnel erneut zu sanieren. Mit dieser Logik, wenn man diese Logik auf alles anwendet, was bei einer Flut beschädigt wird, dürften wir keine Straße sanieren, dürften wir keinen Radweg sanieren, dürften wir kein Haus sanieren, weil all diese Dinge erneut einer Flut und einer Beschädigung ausgesetzt werden könnten. Und nach der Logik dürfen wir das Geld jetzt nicht ausgeben, weil es könnte ja in Zukunft erneut Geld kosten. Also diese Logik erschließt sich mir nicht. Und deswegen ist sie für uns auch nicht nachvollziehbar. Nachhaltig ist ein großes Schlagwort, mit dem man heutzutage vieles und alles belegt. Nachhaltig ist diese Lösung, weil der Tunnel seit 1977 existiert. Seitdem ist er akzeptiert in der Bevölkerung und daran hat sich nichts geändert. Und auch das ist für uns ein Argument und ein ausschlaggebendes, dass wir nichts unternehmen, was gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung in dieser Stadt ist. Dafür sind wir hier in diesem Stadtrat angetreten, dass wir die Dinge, die die Bevölkerung möchte, umsetzen. Und deswegen sind wir nicht hier, um vielleicht persönlich andere Vorstellungen zu verwirklichen. Insofern bleibt es bei unserer Haltung, dass wir natürlich dieser Petition zustimmen wollen. Und ich hoffe, dass wir diese Situation, die, glaube ich, auch so ein bisschen entstanden ist, weil sich da so Einzelne miteinander verhakt haben, nicht häufiger haben, weil ich glaube, bei Lichte besehen, all diese Argumente, die pro zuschütten, wenig tragfähig sind und
nach der Aktuellen Stunde frage ich mich noch mehr. Wir haben gehört, welche finanzielle Not wir haben im Hinblick auf die Sanierung von Schulen und Kitas. Und in dieser Situation will dieser Stadtrat eine 750.000 Euro in die Erde schütten. Ich finde, dass das eine schwierige Entscheidung ist. Ich treffe sie nicht so und meine Fraktion trifft sie nicht so. Und ich glaube, damit können wir auch ganz gut leben und umgehen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Fischer. Ganz kurz nur eine Nachfrage. Wenn der Fördermittelbescheid also jetzt da ist und wir jetzt für das Verfüllen stimmen würden, ist dann in dem Fördermittelbescheid auch Geld drin für die Querung oben? Eindeutig ja oder nein? Ja oder nein? Für die Verwaltung kommt nach der Fraktionsrunde und den Fraktionslosen okay, vielen Dank. Herr Schmidt-Lamontin und dann kann er das mit einarbeiten. AfD-Fraktion das Wort gewünscht? Nein? Dann CDU-Fraktion, Frau Müller. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Gäste. Es gibt einen Beschluss des Stadtrates, in dem eindeutig gefordert wird, dass die Verfüllung des Neustädter Tunnels vorgenommen wird. Diese Entscheidung des Stadtrates ist noch gar nicht so lange her. Die haben wir voriges Jahr getroffen, hier in dem Haus, alle zusammen. Es hat der linken Fraktion nie gefallen, dass sich da eine Mehrheit des Stadtrates gefunden hat, die für eine vernünftige Variante sich entschieden hat, nämlich Verfüllung. Da wurden die Bürger mal in der Stadt aufgemischt und dann machen wir mal eine Postkartenaktion. Mit dieser Postkartenaktion gehen wir dann in die Petition. Die Petition wird ordnungsgemäß im Petitionsausschuss behandelt und das Ergebnis ist nach allen Anhörungen der Verwaltung, dass wir bei der Entscheidung bleiben, wir werden den Tunnel verfüllen. Der Petition ist nicht abzuhelfen. Ganz einfache Situation. Jetzt bin ich dran, Sie können sich dann gern dazu äußern, Herr Schollbach. So. Nach den ganzen Anhörungen und den ganzen Fragen, die beantwortet sind, nehmen wir das dann in den Stadtrat. Die linke Fraktion sagt, das zeigen wir jetzt, die Mehrheiten schaffen wir. Im Stadtrat werden wir unsere Mehrheiten haben und wir werden dann gegen die Verfüllung stimmen. Das wird über Monate vertagt. Monatelang haben wir das von Stadtratssitzung zu Stadtratssitzung vertagt. Und jetzt haben wir das Ergebnis, das, was wir gesagt haben, wir müssen auf den Fördermittelbescheid warten. Denn der Fördermittelbescheid sagt uns dann ganz bestimmt, Herr Schollbach, ja, ihr könnt mit dem Geld anfangen, was ihr wollt. Ihr könnt auch im Prinzip den Tunnel wieder ausbauen. Was dann nach dem nächsten Hochwasser kommt, was auf alle Fälle kommt, wo kein Euro mehr fließt, das interessiert uns ja nie. Geld ist ja bei uns nicht so wichtig. Geld haben wir zum Ausgeben. Wir haben es heute im Tagesordnungspunkt 1 gehört. Wir haben es nicht. So, nun liegt der Fördermittelbescheid auf dem Tisch. Und das Ergebnis ist, dass wir 675.000 Euro haben, aber nur für die Verfüllung des Tunnels und nicht für eine Sanierung. Eine Sanierung schließt das vollkommen aus. Also wir kriegen die Fördermittel nur, wenn wir den Tunnel verfüllen. Und meine lieben Damen und Herren, so attraktiv ist der Tunnel ja nun weiß Gott nicht, dass man sagen kann, den muss man unbedingt erhalten. Es wird daran gearbeitet, eine oberirdische Querung zu machen, mit Ampelabstimmungen und allen, das kann die Fachleute aus dem Bauausschuss viel besser Ihnen erläutern, wie wir aus dem Petitionsausschuss. Also, es ist so, dass ich der Oberbürgermeister überhaupt keine Vorlage erarbeiten kann, die der Petition abhilft, weil er auch an diesen Fördermittelbescheid gebunden ist und keine Wunder vollbringen kann. Und nur weil Ihnen andere Mehrheiten im Stadtrat nicht mehr recht sind, müssen Sie so ein Fass aufmachen und die Bevölkerung über Monate veralbern und verscheißern. Wir kriegen das schon noch in den Griff. Nee, wir haben das Ergebnis, 675.000 Euro gibt es nur für die Verfüllung. Träumen Sie aus, Herr Schollbach. So, damit wäre die Fraktionsrunde abgeschlossen. Für die Fraktionslosen, Herr Klien.
Herren, Herr Oberbürgermeister. Frau Müller, natürlich ist der Tunnel attraktiv. Einfach schon deswegen, weil Sie und ich, weil wir den erlebt haben, wie er entstanden ist und wie wir stolz darauf waren, dass die Trümmerberge dort weg waren. Auch ich bin noch von Radebeul zwischen Trümmerbergen durch mit einer einzigen Straßenbahn dort über die Augustusbrücke gefahren zum Postplatz. Wir waren dann stolz, dass die weg waren, dass wir den Tunnel haben. Natürlich ist er attraktiv. Herr Löser, ich denke schon, dass dort ein barrierefreier Zugang ist. Da ist eine Rampe auf beiden Seiten. Also nicht auf beiden Seiten, aber auf der einen Seite ist schon eine. Und wenn Sie sagen, so ein Tunnel würde heute nicht mehr gebaut, naja, auch den Zwinger würde man heute nicht mehr so bauen, den Eiffelturm nicht mehr und die Pyramiden von Gizeh würden heute auch nicht mehr so errüstet. Das ist keinerlei Argument. Nicht barrierefrei war der Tunnel am Birnaschen Platz. Der musste auch nicht barrierefrei sein. Weil in unserem Volk damals, als der am Tunnel am Birnaschen Platz gebaut wurde, doch ein ganz anderer Patriotismus herrschte. Da liefen eben keine jungen Leute, die auf ihr Telefon guckten, Kopfhörer in den Ohren hatten, sondern wenn eine junge Mutti dort stand mit irgendeinem Kinderwagen, dann rissen sich die Leute drum, wer ist denn der, der ihr jetzt helfen darf beim. Das war damals noch so. Doch, da war in unserem Volk noch ein anderer Patriotismus drin. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir über das Problem des Tunnels vor zwei Sitzungen eher gesprochen hätten. Da hätten wir nämlich noch das Schreiben dieses Arztes von der Parker Straße alle frischen Erinnerungen gehabt, was wir alle gekriegt haben. Der sagt, ich halte diese Straßenmusik nicht mehr aus. Und damit komme ich wieder zu dem Thema, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Der Tunnel hat zum anderen auch die Möglichkeit, die überlauten Straßenmusiker dorthin zu verbannen. Wir dürfen nach Rechtslage überlaute Straßenmusik nicht einfach verbieten, aber wir können einen Punkt ausweisen. Und es ist so, dass zunehmend Beschwerden kommen. Wir können dort einen Ort festlegen, weil wir sagen, wenn also die russische Blaskapelle spielen will, dann mögen Sie doch bitte schön dort unten im Tunnel Ihren Lärm machen. Der Quartier, ja, doch euer. Damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und es ist wirklich so, dass wir, wenn es wieder wärmer wird, uns um das Problem laute Straßenmusik noch unterhalten müssen. Wir wissen, der Herr Zastrow hatte dann schon mal den Vorschlag gemacht, das auf die Höhe der Augustusbrücke oben auf die Kante zu machen. Da hieß es, nee, da ist zu viel Wind. Ja, der Tunnel würde genau diesen Ort bieten. Soweit zu dem, was Sie von mir schon kannten. Die Wiederholung dient ja praktisch der Verdichtung. Aber nun noch mal was Neues. Es gibt einen neuen Grund, einen Tunnel unter einer vierspurigen Straße hinweg zu machen. Unverantwortlicherweise flutet ja die Bundesregierung unser Land, unsere Stadt mit Fremden aus allen Ländern, die dort herkommen, in denen es nicht vorgesehen ist, in geordneter Art und Weise eine Straße zu überqueren. Wer im Süden Europas schon einmal war, der weiß, dass in der Ampel dort eine rote Ampel nichts anderes ist als ein unverbindliches Hinweiszeichen. Und dort, wo die Herrschaften herkommen, gibt es vermutlich überhaupt keine Ampeln. Meine Damen und Herren, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern wie meistens wissen Sie, dass ich für sowas eine Quelle habe. Der Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes, der Herr Kranich, der sagte am 27.08.2015, ich zitiere, wir sind jetzt dabei, bezogen auf das Lager in Heidenau, wir sind jetzt dabei, den Leuten beizubringen, wie man eine Straße wie die S-172 überquert. Das kennen die nun mal von zu Hause nicht. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist nicht von mir ausgedacht. Das hat der Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes in der Stadtratssitzung von Heidenau erklärt. Mit allem Ernst, das ist wirklich so. Die machen dort Kurse, wie überquere ich eine Straße. Natürlich, in der Wüste gibt es das nicht, aber man wird. Ja. Und er hat mit seinen Wahrnehmungen recht. Ich fahre die entsprechende Strecke mehrmals wöchentlich. Und was dort im Dunkeln über die vierspurige Straße läuft, das ist kreuzgefährlich. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zum schweren Unfall kommt. Meine Damen und Herren, Sie mögen ja lachen. Aber was passiert, wenn es hier am Goldenen Reiter zu einem entsprechenden tödlichen Unfall kommt? Es läuft dort eben jemand, weil er es nicht anders kennt, in die Straßenbahn. Und dann sage ich Ihnen hier, ich habe Ihnen das vorausgesagt.
Das ist ja nicht das erste, was ich Ihnen zutreffend voraussage. Meine Damen und Herren, auch aus diesem Grund werden wir der Petition natürlich nachgeben. Danke. Sehr geehrter Herr Green, ich fühlte mich an meine Kölner Zeit erinnert. Es ist Karnevalszeit und es wäre eine gelungene Büttenrede gewesen. Jetzt für die Verwaltung, Herr Schmidt-Lamontin. Ja, ich möchte versuchen, die Debatte noch ein Stück weit mit Fakten anzureichern. Also Sie haben hier einen Beschluss gefasst am 22.01.2015 zur ebenerdigen Fußgängerverbindung und Verfüllung des Tunnels. Daraufhin hat das Straßen- und Tiefbauamt einen Antrag gestellt beim Land zur Schaffung einer 4 Meter breiten Fußgängerüberquerung über den Einmündungsbereich der Köpkestraße und die Verfüllung des Tunnels. Dieser Antrag ist am 22.06. gestellt worden in der Förderhöhe von 656.650 € aus dem Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Am 4. November 2016 haben wir dann den Förderbescheid bzw. Zuwendungsbescheid bekommen mit der Ankündigung, 100% der förderfähigen Ausgaben, also die gesamte Fördersumme, zu übernehmen. Die Maßnahmenbeschreibung, also der Antrag, ist Bestandteil des Förderbescheids. Eine anderslautende Beschlussfassung heute würde also dann zur Ungültigkeit des Förderbescheids führen. Das heißt, die Fördermittel müssten zurückgegeben werden bzw. könnten nicht abgerufen werden. Es ist nämlich auch ein klarer Durchführungszeitraum definiert. Auf Seite 3 des Förderbescheids liegt ihn, glaube ich, allen vor, und zwar bis Ende 2016. Da es einen Antragsschluss für Fördermaßnahmen aus dem Programm gab, und zwar 31.06.2015, könnte auch kein erneuter Förderantrag gestellt werden. Das heißt, es würde dazu führen, wenn Sie heute anderslautend beschließen, dass wir keine oberirdische Führung bauen können, den Tunnel nicht verfüllen würden. Und das würde dann dazu führen, dass der Tunnel zwar erhalten werden würde, aber im derzeitigen Zustand, es sei denn, Sie stellen Mittel im Haushalt ein, um den Tunnel entsprechend zu sanieren, dann allerdings aus eigenen Mitteln. Ja, das ist sozusagen die Situation. Wenn es jetzt, das habe ich eben aus einigen Redebeiträgen auch darum geht, dass dort sich mittlerweile Subkulturen treffen, die diesen Tunnel als Treffpunkt, Spielort, Skatepark, was auch immer nutzen, dann ist das ja vielleicht etwas, was sich sozusagen von dem eigentlichen Fördertatbestand dahingehend unterscheidet, dass man für diese gegebenenfalls auch einen anderen Ort finden könnte, um ihnen ein alternatives Angebot zu machen. Wenn es darum am Ende geht, bin ich gerne dabei bereit, auch konstruktiv hier unterstützend tätig zu werden. Vielen Dank. So, jetzt hat es sich nochmal Herr Engemeier gemeldet und dann Herr Thiele. Ja, sehr geehrte Frau Müller, ich wollte nur hier noch kurz einen Punkt klarstellen, nämlich Sie haben etwas falsch zum Ausdruck gebracht. Der Petitionsausschuss hat nämlich mehrheitlich dieser Petition zugestimmt und mitnichten diese abgelehnt oder als nicht durchsetzbar angehalten. Nein, es gibt keinen Beschluss. Der Petitionsausschuss hat mehrheitlich dafür gestimmt. Es gibt keinen anderslautenden Beschluss. Sehen Sie bitte in Ihren Unterlagen nach und lassen Sie es nochmal von der Verwaltung bestätigen. Danke. Herr Thiele. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den Worten von Herrn Baubürgermeister Schmidt-Lamontin bräuchte man hier eigentlich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Das war sowas von deutlich und selbsterklärend, dass hier die Beschlussfassung deutlich auf der Hand liegt. Ich möchte trotzdem noch mal auf ein paar Argumente eingehen, die hier von Linken und der SPD gebracht wurden. Herr Blümel, es sind sicherlich die Kosten als ein Hauptargument, die wir hier heranführen, um unsere Entscheidung zu begründen. Aber es gibt noch ein zweites wichtiges Argument. Die Lösung, die wir jetzt hier machen können, indem wir diese oberirdische Querung bauen, ist eben fußgänger- und behindertenfreundlich und zeitgemäß. Das hat Herr Löser schon gesagt. Und das ist, glaube ich, die zweite wesentliche Komponente, die wir hier beachten sollten. Das ist eine Lösung. Wir haben jetzt hier die Chance, mithilfe dieser Fördermittel, die einfach zukunftsweisend auch für die Gestaltung des Neustädter Marktes ist. Und darum sollte es uns hier gehen. Und alle, die diesen Tunnel erhalten wollen, die schauen einfach nur zurück und wollen dort eine in Stein gemeißelte
Lösung erhalten, die einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Und daran sollten Sie einfach mal denken bei Ihrer Entscheidung hier heute. Und auch uns haben viele E-Mails von Bürgern erreicht, die sich für den Erhalt des Tunnels ausgesprochen haben. Es ist allerdings so, dass wir hier im Interesse des Gemeinwohls entscheiden sollten als Stadtrat. Und da sind halt die finanziellen Aspekte von uns zu beachten und auch die fachlichen. Und deshalb wird sich die CDU, genau wie ungefähr vor fast genau einem Jahr, heute wieder für die Lösung aussprechen, den Tunnel zuzuschütten, die oberirdische Querung entsprechend herzurichten. Und alle, die denken, dass dadurch ein entsprechendes Verkehrschaos am Neustädter Markt entsteht, weil eine zusätzliche Fußgängerquerung geschafft wird, denen kann man sagen, die Grünphase wird dann genauso geschaltet wie bei der jetzigen Fußgängerampel auch, sodass es zu keinen zusätzlichen Haltzeiten für die Autofahrer kommt, die im Zuge der großen Meißnerstraße und Köpkestraße verkehren. Und deshalb glauben wir, ist das die vernünftige Lösung, die hier vorgeschlagen wird. Wir sind dafür, das genauso umzusetzen. Und alles andere ist tatsächlich auch einfach nicht bezahlbar. Daran sollten Sie denken. Vielen Dank. So, die weiteren nächsten Wortmeldungen sind Frau Müller und dann Frau Muth. Ja, Herr Engelmeier, ich muss Ihnen leider widersprechen. Ich habe eindeutig gesagt, dass wir die Petition nach der ersten Bearbeitung hier in den Stadtrat abgegeben haben, weil der Petitionsausschuss der Petition nicht abhelfen konnte. Von dem Bericht, von dem Sie sprechen, der ist vom 6. Januar, da waren 11 Stadträte anwesend, weil viele zu einer anderen Veranstaltung noch gehen mussten. Und da ist es so, dass man dem zugestimmt hat. Aber das ist ja nach der ganzen langen Geschichte, wo Sie monatelang diese Sache hier im Stadtrat vertagt haben. Und dann, das ist das Ergebnis vom 6. Januar. Und da ist es richtig, da ist zugestimmt worden mit 6-5. Frau Muth. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, erstens würde ich gerne zu der Ausschusssitzung im Petitionsausschuss sagen, dass wie die Ergebnisse zustande kommen, ist die eine Frage. Das andere ist, dass die Ausschüsse so gestaltet sind, dass Mehrheiten, genau wie im Stadtrat, dafür sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden. Und wenn einige Fraktionen es nicht schaffen, Vertreter für die Zeit in die Ausschüsse zu bestellen, dann liegt das eher an den Fraktionen, die dann nicht vollzählig sind, als an den anderen. Es wurde schon gesagt, dass der eigentliche Entscheid darüber, ob der Stadtrat für oder gegen die Verfüllung ist, bereits beschlossen worden ist im letzten Jahr. Das stimmt. Es ist so, dass die Linke sich unter anderem nicht dafür ausgesprochen hat, dass der Tunnel verfüllt werden soll. Ich möchte noch was sagen, dass zu der Geschichte mit der Vertagung von einer Petition, von der Vorlage im Petitionsausschuss. Die Vorlage ist deswegen vertagt worden, weil damals nicht klar war, ob das Land dem Fördermittelbescheid zustimmen würde oder nicht, weil es aus zwei Gründen naheliegend war, dass die Fördermittel nicht ausgezahlt werden können. Und zwar aus dem Grund, dass sowohl die Stadt Dresden als auch das Land Sachsen sagt, dass die Aufbaumittel für Fluthilfe 2013 für die Instandsetzung von Bauwerken verwendet werden soll, also explizit ausschließt, dass der Rückbau von Bauwerken bewerkstelligt werden kann. Im Bescheid wird darauf leider nicht nochmal eingegangen, aber der Fluthilfefonds ist eigentlich für die Instandhaltung der Bauwerke gedacht und wir müssen hier ganz deutlich von einem Rückbau von einem Bauwerk sprechen und eben nicht von einer Instandsetzung. Das heißt, es ist ein Widerspruch, der nach wie vor stehen geblieben ist. Ich würde gerne an dieser Stelle auch noch mal daran erinnern, dass es hier im Moment darum geht, vor dem Umsetzen der Baumaßnahme darüber zu sprechen und eben nicht nachher darüber zu diskutieren, ob die Entscheidung gut oder falsch gewesen ist. Es ist einfach so, dass das Bauwerk, auch wenn es ein Tunnel ist, trotzdem ein städtisches Bauwerk ist, das wir hier gerade vernichten wollen, beziehungsweise entschiedenerweise vernichtet werden soll. Ob es dabei um Landes- oder Stadtgelder geht, ist vollkommen unerheblich. Das Bauwerk, so wie es jetzt vorhanden ist, soll dann einfach dem Erdboden gleichgemacht werden. Und es handelt sich ganz eindeutig um ein Bestandsgebäude.
Und hier geht es um die Beurteilung von Bestandsbauten und es geht eben nicht um neu zu errichtende Bauwerke, die dann wiederum im Flutgebiet ganz anders diskutiert werden müssten. Es wurde ja auch gesagt, dass die Lösung, die oberirdische Querung anstelle des Tunnels herzurichten, dass es eine dauerhafte Lösung ist. Dem widerspreche ich, denn es wird in jedem Fall eine temporäre Lösung sein. Im Moment gibt es ja Umbaupläne für den gesamten Neustädter Markt und die angrenzende Straße. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wie dann dort diese Kreuzungssituation aussehen soll. Darum wäre es in meinen Augen und auch im Sinne der Petition sinnvoll, hier keine Tatsachen zu schaffen mit einem Planungsvorgriff, sondern uns die Chance zu geben, hier auch über dieses architektonische Bauwerk aus den 70er Jahren zu entscheiden, inwiefern es in diese Gesamtgestaltung mit einfließen könnte oder nicht. Wenn wir jetzt das Geld dort in die Erde werfen, dann schaffen wir Fakten und sorgen dafür, dass diese Gestaltungsfreiheit uns genommen wird. Dankeschön. So, weitere Wortmeldungen liegen mir im Moment nicht vor. Sieht auch so aus, im Abgearbeiteten können wir in die Abstimmung eintreten. Wer der Empfehlung des Petitionsausschusses folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Ist nicht der Fall. Dann wäre die Empfehlung des Petitionsausschusses mit 30 Ja-Stimmen bei 38 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung abgelehnt. Und wir würden das den Petenten dann auch so mitteilen. Damit kommen wir zu...